Es ist wohl der letzte Tag, an dem die Sonne so scheint für uns, wie sie es jetzt tut. Ab morgen soll es regnen. Gott sei es gedankt, die Erde ist trocken. Aber stellt euch vor, es wäre die letzten Wochen so gewesen, wie es normalerweise im April ist. Wolken jagen über den Himmel, Regen peitscht an die Fenster, vielleicht auch ein bisschen Hagel und Wind, immer im Wechsel. Es hätte sich schwer auf unser Herz gelegt. Wir hätten ja nicht mal raus können. In diesen seltsamen Zeiten, in denen der Kindergarten für die meisten Kinder gesperrt ist und die Schule und wir zu Hause arbeiten müssen, keine Besuche. Es hätte sich schwer auf unser Herz gelegt. Wie gut, dass das Wetter so war, wie es war. Gott sei es gedankt. So gibt es manches, für das ich dankbar bin in diesen Tagen. Manchmal setze ich mich hier an die Bienenkisten, die wir bei uns im Garten stehen haben, und denke, vor ein paar Wochen haben wir noch gedacht, wir müssen euch retten. Jetzt sind wir selber dran. Keine Milbe, nur ein Virus. Nur ein Virus. Und ich denke, vielleicht werdet ihr Bienen noch leben, nachdem wir Menschen schon längst weg sind von dieser Welt. Nicht, weil wir euch retten, sondern weil Gott es so will. So werde ich demütig und dankbar für jeden Tag. Und denke mir, wenn die Zeit uns lehrt, ein bisschen mehr Demut in unseren Herzen zu haben für das, was wir haben, ein bisschen mehr Dankbarkeit, dann hat auch diese Zeit ihr Gutes. In der Bibel steht an einer Stelle in den Sprichwörtern: In der Demut ist Weisheit.